Um mich herum fliegen diese 1000 Fäuste. Ich werde von keiner einzigen getroffen. Klar. Wie bei 1000 Fäuste. Versuche die ganze Zeit zu schlichten zwischen diesen Ja, bam, das ist Top Story. Die Show, bei deinem Gast deine Geschichten bis zum Cliffhanger erzählt. Und die Gastgeber müssen erraten, wie sie ausgeht. Markus Steiger! Hast du was zu trinken? Ja, also ihr gebt mir wirklich das Gefühl, dass ich wirklich wer bin. Digga, du bist was? Digga, du bist Markus Steiger! Ey, wisst ihr noch, Royal Bunker, Leute? War krass. Diese Royal Bunker-Geschichte, vergiss mal. Digga, ich hab echt. Kann man nicht wirklich fragen? Digga, die Street-Offensive, ich weiß noch damals. Kennst du wirklich alle? Ja, ne? Kennst du alle? Der Mann kennt sie alle. Ey, Leute, scheiß mal wirklich ganz. Aber kennst du einen, kennst du alle, weißt du? Ja, also ich war mal. Aber ey, Sino, also ganz ernsthaft, Sino, du kennst auch alle. Ja, Digga. Sino, Berlin! ja, aber du schon länger. was nicht unbedingt besser ist. Ja. Also sagst du jetzt, ich muss schnell einfach irgendwie den Absprung wenigstens schaffen, so. Ja. Also, man muss irgendwann mal gehen und dann muss man irgendwie so, hey, den Sino kenne ich von früher, jetzt ist er bei Sat.1. So, ja. So muss es laufen. Weißt du nicht, irgendwie so, alle ja, Steiger kenne ich von früher, der war schon immer scheiße. So. Alle der, wollen zu Sat.1. Der hat schon immer so geklaut und so. Sat.1, deutsche Hollywood. Ich sag ehrlich, diese Royal Bunker-Geschichte, die ist jetzt schon ein bisschen länger her. Du hast sie noch nie gehört, ich weiß. Nee, ich hab die 100 Mal, ich war live dabei als so 12-Jähriger, ja, mehr oder weniger, aber wo es jetzt richtig abgeht, ist der Clanland. Ich habe extra geguckt, weil das Ding ist... Bro, das heißt Clanland. Das sagen Clanland. Die am Anfang von und am Ende von jeder Folge. Ja, aber Clan wird dann im Deutschen mit K geschrieben. Clan. Clanland. Hast du eine Folge gehört? Hast du eine Folge angehört? Digga, ich schwöre... Clanland. Meine Name ist Woche, ich hab sogar das Logo von Clanland gemacht, so Clanland, Clanland, Clanland. So. Ja. Clanland. Aber haben die bei dem Logo so gesagt, so von wegen so, ey, aber das ey, zweite A muss so als R gesprochen werden. Man muss es nicht, er muss es ja nicht aussprechen, er muss es ja nur zeichnen. Ja. Mäßig. Hast du eigentlich die ganze Zeit beim Zeichnen gedacht, Clanland? Das war so der einzige Gedanke, den man im Kopf hatte die ganze Zeit. Einfach so ein richtig langes so. Deshalb sieht das Logo auch so aus. Okay, ich möchte voll gerne den Sketch dafür haben, wie so einfach so ein dunkles Büro, alles zu Hause. Aber ganz ernsthaft. André ist vor dem Dings. Ja, mein Alter, geil. Clanland. Ja, aber wir können jetzt das anmahnen, weil du hast ja eigentlich ein falsches Logo abgeliefert. Warum? Oh! Du hast ja Clanland abgeliefert. Ja. Das heißt ja Clanland. Guck mal, Digga, der ist schon so lange im Rechtssystem unterwegs. Digga. Die Hälfte der Gage ist Digga, schon... Er ist im Rechtssteiger sitzt auf die Abmahnung locker. Er sitzt auf der falschen Seite im Rechtssystem. Er sitzt auf der Seite, wo die Leute so gegen, sind, gegen ihn sind im Rechtssystem. Oder ob du ein Krimineller oder ein Polizist bist, wenn du in den Lauf einer Knarre starrst, wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Hey. Ja, aber ich fühle mich gerade an die Heimat erinnert. Ich finde es ganz schön. Gefällt es dir eigentlich in Stuttgart? Ich bin aus Berlin, alles ist für mich ein Dorf, aber es ist süß. Ja, Berlin, Alter, Teit, Alter. Apropos Dorf, das ist übrigens Marvin fest. Aus Troisdorf. Das ist unser Dorf hier, für die Dorfquote. In Troisdorf? Ja. Wo ist das? Zwischen Köln und Bonn. Ah, sehr schön. Danke für das Interesse, Steiger. Das ist das erste Mal, dass mir irgendwer irgendwas hier davon entgegenbringt. Soll ich mir was über Convestheim? Es gibt sehr, sehr viele Kohlekraftwerke dort. Hey, deswegen bin ich so ein bisschen verstrahlt. Salamander, Convestheim. Ich habe nämlich letztens gelesen, die hatten ein Zwangsarbeitercamp in der Köpenicker Straße, habe ich letztens gelesen. Ernsthaft? Hier? Ja. Salamander? Salamander, Convestheim. Die von Lushi und so? Murian, der Wasserkönig, also, aber der Böse bei Lushi. Und Unkerich. Kennt ihr Unkerich? So ein gelber Atze. Ich habe ihn früher mies gefeiert. Mittlerweile spaziere gerne und mittlerweile ist mein Spaziergang. Ja, klar. Ja. Und was wurde am Schluss wurde immer ein Reim gesagt. Und im Wald schallt's lange noch. Salamander lebe hoch. Jawohl. Also es ist ein unsauberer Reim tatsächlich. Das war Loch wäre eigentlich besser, aber danke Salamander lebe hoch. Danke für diese Story. Wir sehen uns nächste Woche. Ja, Dicker, ey, Salamander, habt ihr Lochi früher nicht gefeiert? Worum geht's hier eigentlich? Ich wollte gerade sagen, ich gerade wie Thülin einfach so ey, zwei Minuten nichts gesagt, Dicker. Ich weiß, was für Salamander. Alter, pass auf. Ja, das ist ja das Comic von der Schuhmarke. Von der Schuhmarke. Das ist so, diese Schuhmarke. So wie Georgs. Das Stammwerk sitzt in Convestheim. Krank, Dicker. Ey, Dicker, wenn du sagst, Salamander ist eine Ostmarke.
Ja, so ähnlich. Nee, eine Stuttgarter Marke scheinbar. So Stuttgart halt, so Osten halt. Stuttgart ist wirklich gar nicht Osten. Wir reden doch gerade darüber, dass sie aus Baden-Württemberg kommt. Baden-Württemberg. Ich dachte, Köpenicker Straße. Hast du nicht Köpenicker Straße gesagt? Nein, die hatten einen Außenberg. Oder sowas. Aber das wusste ich auch nicht. Amazon ist ja auch nicht nur in Amerika bei Jeff Bezos vor der Haustür. Die haben ja auch irgendwo doch, ihre Halle. Doch. Naja, ist ja auch egal. Ey, Leute, wie sind wir da gelandet? Aber ganz kurz, auf jeden kann Fall. Kann ich mal die Geschichte erzählen, dass nein, Jack Orson unterwegs war nach Wien und wir wurden von bayerischen Grenzpolizisten angehalten? Ist jetzt schon deine richtige Geschichte? Nein, oder? Der Bluff ist das. Vorspiel sozusagen. Ist ein Warm-up. Vorspiel. Warm-up. Steiger leckt gerade so ein bisschen vor. Ist wirklich eine Warm-up-Geschichte. So. Auf jeden Fall fragen die ihn dann so, warum er keinen Ausweis dabei hat. Warum haben sie keinen Ausweis dabei? Und er so. Entschuldigen Sie bitte, ich verstehe Sie nicht. So schnell übersetzt. Auf jeden Fall hat er keinen Ausweis. Meinte er, wozu brauche ich denn einen Ausweis? Ja, Sie fahren doch jetzt nach Österreich. Dann meinte er, wie Österreich? Und dann meinte ich, ey, wir fahren nach Wien. Das ist in Österreich. Hat mir keiner gesagt, dass Wien in Österreich liegt. Ach, warte mal, aber der hat die wirklich nicht verstanden, als die Österreich gesprochen haben. Die haben so bayerisch gesprochen. Die haben bayerisch gesprochen noch. Krass, ich dachte, das sollte so Provokation sein. Nein! Kannst du mir kurz noch mal den Ausweis zeigen? Und dann entschuldigen Sie, was? Das ist dein Klingelton? Wenn die Nazis nach Deutschland einbrechen, so stelle ich mir dieses Reden. Digga, der Mann ist Sportler und der ist pragmatisch. Ich glaube, das ist einfach so ein klassischer... Da geht es darum, dass Frank Ocean läuft, Digga. Da geht es darum, dass du... Ja, ist das so, oder? Nicht. 40 plus Klingelton, Alter. Ja, natürlich, Dicker. Meine Mutter hat so einen Hundebellenmann im Zelt. Ja. Ja, ich kenne das. Ja, Dicker. Ja, meine Mutter meint so, ey, ist nicht lustig, sagst du. Ehrlich gesagt, können wir so schneiden? Ja, wir können schneiden. Ja, geil. Schneiden? Ist gut, hey. Schneiden ist was für Anfänger. Könntest du vielleicht ein bisschen rausschneiden aus der Folge? Rausschneiden. Rausschneiden. Redest du gern wienerisch eigentlich? Ich mag mittlerweile fast alle deutschen Dialekte, aber ich kann keinen. Dicker, so. Wienerisch ist nicht deutsch. Welche magst du der Mann schon gerade eben ja, wirklich, Bergkamp, das war ein bisschen so außerdem Nazi. Außerdem magst du gar kein Sächsisch, auf gar keinen Fall. Sächsisch kann ich auch nicht. Du magst es aber auch überhaupt gar nicht. Lass mal ganz kurz inhaltlich bleiben. Ich finde, du hast ein schönes T-Shirt. Vielen, vielen Dank. Du hast auch ein sehr, sehr schönes T-Shirt. Wir sind so logotechnisch sehr, sehr passend angezogen. Die haben beide so. Ich wollte mich ein bisschen mit dem T-Shirt bei dir einschleimen, weil ich weiß ganz genau, dass du auf Kommunisten stehst. Ja. KommunistInnen, muss man sagen. Ja, ich möchte hier keinen einschränken. Nein, aber ich habe extra geguckt, so, weil das Ding ist, ich bin ein riesen Steiger-Fan. Warte mal, hier, ich habe sogar einen Beweis. Die Hoffnung ist ein Hurensohn. Mhm. Wolltest du eigentlich schreiben, aber du hast Hundesohn geschrieben. Damit ja, ich finde Hundesohn auch tatsächlich die schönere Beleidigung. Ja, schöner? Warum schöner? Ist vor allem nicht sexistisch, wie ist damit? Genau. Ah. Das ist ja der politisch korrekte Eltern ja aus der Ecke. Nein, aber... Ja, ich finde Hurensohn schöner. Und das Ding ist, wir haben ja schon ein paar Folgen vorher gedreht. So, und dann habe ich ja gesagt, ja, aber Steiger interessiert gerade gar keinen Menschen. So weißt du? Und auf einmal kam Clanland. Ja, sehr gut. Und ich habe dann geguckt, ja, Google-Suchanzeigen. Steiger ist mies in den Aktien gestiegen. So. Steiger-Aktien. Und wie BioNTech übrigens. Steigerntech. Ja. Guck mal, er sagt auch BioNTech, er meint BioNTech. Siehst du, ich bin ja. Wir haben BioNTech-Aktien für 80 Euro gekauft. BioNTech. Liegt jetzt bei 192 Euro. Ey, ja. Mann, ja. Danke, jetzt wo ich die... Läuft mit Kommunismus und... Ja, genau. Da ist Kapitalismus dann doch interessant für den Herr Steiger. Ey, ganz ernsthaft. Aber man muss doch einfach sagen, okay, also dieser Impfstoff ist mit öffentlichen Geldern finanziert worden. BioNTech. Ja? Digga, ich liebe dich doch, dass du sofort jetzt politisch wirst. Digga, ist doch geil. Komm, es ist Steiger. Nein, ich möchte nur den Gedanken zum Ende aus... Das ist eine Unverschämtheit, dass du daran verdienst, dass man daran verdienen kann. Und wenn die Schweine verdienen, dann will ich mitverdienen und dann spende ich das Geld. Das ist der richtige Kommunismus. Das ist Steiger. Steiger, Hut. Aber das ist doch wirklich eine Schweine. Steiger Wutz stark. Es ist ja sowieso katastrophal, dass man mit der Pharmaindustrie überhaupt Geld verdienen kann. Das darf eigentlich gar nicht sein. Ey, aber ich ahne wirklich Steigers Gedanken. Jetzt bin ich so ein bisschen politisch, weil original genau das Gleiche habe ich mir bei Telekom gedacht. Dicker, ja. Von Steuergeldern wurden diese ganze Infrastruktur aufgebaut. Das war früher Post. Gehört alles das uns. Ist eine Revolution. Das gehört uns. Gehört alles uns. Und jetzt verlangen die einfach 45 Euro Internet, obwohl ich das, also beziehungsweise die Deutschen, die vor mir im Land gewohnt haben, aus eigener Tasche bezahlt haben. Ja, Dicker, und dann ficken die dich einfach noch komplett und drehen dir irgendeinen Müll an. Dicker, du weißt ganz genau, wie ich gefickt bin. Ja, aber denk doch mal drüber nach. Du arbeitest in der Fabrik, stellst Produkte her, die dir dann wieder verkauft werden. Wie verrückt ist das? Dicker, ich arbeite nicht in der Fabrik. Bruder, wenn wir darüber reden. Aber ich zahle für Internet. Bruder, du zahlst dafür, um Essen zu
zu dürfen und wohnen zu dürfen. Einfach um am Leben zu bleiben, zahlst du schon. Ey, wie läuft eigentlich Deutsche Wohnen jetzt gerade? Sehr ehrlich. Super? Wir brauchten 175.000 wurden gebraucht. 175.000 wurden gebraucht. Wie viel waren es am Ende? 350.000 haben wir eingesammelt. Danke. Ey, sehr, sehr gut. Davon wird aber wahrscheinlich 30% sind ungültig, aber wir werden mit 250.000 gültigen Unterschriften rausgehen. Und 175.000 sind jetzt schon bestätigt von dem Bezirksamt. Ja, geil. Toll. Ey, ganz ehrlich, wenn diese ganzen Wohnungen enteignet werden, werden die günstiger und ich hole mir so richtig viele von denen. Oder 10. 10 Stück und direkt teurer. Dann vermietest du die teurer. Natürlich. Du hast es verstanden. Das ist so ein echter Kommunist, der André. USSR. Ey, ich habe jetzt von dir Steigers Geschichte eigentlich schon? Nee. Nein. Wollen wir einmal ganz kurz, kurz Steigers Geschichte hören? Wie lange muss man diese Geschichte erzählen? Weil die Geschichte, die ich eigentlich erzähle, die ist sehr kurz, aber ich habe eine Geschichte, wie ich in Irak fahre, die ist sehr lang, aber sehr lustig, aber da gibt es keinen Cliffhanger. Aber ich erzähle Cliffhanger, wir brauchen einen Cliffhanger. Ich erzähle die Kleine, oder? Ja, ja. Erzähl die Kleine, weil klein bedeutet bei dir immer noch 25 Minuten. Immer noch. Sehr, sehr kurz. Okay, bitte. Fangen wir an. Jetzt schon? Ich dachte, wir machen ehrlich, so Warm-up-Gespräche. Das war doch gerade Warm-up. Schon durch. Wie lange wollen wir denn noch reden? Was hatten wir denn alles? Wir hatten Royal Bunker, wir hatten Deutsche Wohnen, wir hatten Clan Land, wir hatten Clan Land noch. Digga, wir haben doch alles drin. Wir haben doch alles drin. Kommunismus auf diesem Deckel. Das Einzige, wo ich wirklich so ein bisschen Angst habe, Steiger, ich sag dir ehrlich, weil du bist schon so lange im Deutschrap dabei, dass einfach so eine Deutschrap-MeToo-Geschichte bei dir so rauskommt. So. Und auf einmal ist es so, ich war mit Nico KZ, wir waren damals jung und so. Nicht, dass du so eine Geschichte erzählst. Und dann plötzlich Backstage. Hey, neulich wurde im Rahmen dieser Deutschland. Ist das jetzt die Geschichte? Nein. Ach so. Sorry. Entspann dich. Sorry. Mann, Marvin, du merkst schon, wenn die Geschichte. Gott, ja, nee, ich merk's eben nicht. Pass auf. Steiger wird dann wieder sein Klingelton einspielen. Ich sage, wenn ich die Geschichte anfange, sage ich jetzt. Okay, okay. Ich hab dich, Steiger. Okay. Ja. Nein, aber ich habe im Rahmen dieser Deutschland MeToo-Geschichte auch was bei Instagram gepostet und dann hat einer drunter geschrieben, so. Ja. Damals, 2013, und dann denkst du ja so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, stand Steiger vor dem Backstage. Oh Gott, es wird nicht besser. Da durfte ich nicht rein und er hat mich mit einem verächtlichen Lächeln abgewiesen, weil ich war nur eine Bloggerin, aber ich habe es auch ohne diesen patriarchalen Arsch geschafft. Und ich das war mein Kommentar. Aber ey, was sie nicht wusste, ist, du wolltest sie beschützen. Raus. Ey, ganz ernsthaft, aber zurzeit ist es doch viel besser, Leute nicht in den Backstage gelassen zu haben, oder? Also jede Geschichte, die damit endet, nein, ich durfte nicht in den Backstage, ist besser als, ja, und dann hat er mich mit diesem Zwinkern in den Backstage gelassen. Uns noch gefragt, ey, hast du noch nicht noch eine Freundin? Komm, lass mal deine Freundin. Ja, eben. Eben. Aber jetzt kommt die Geschichte. Okay, also die Geschichte. Jetzt kommt die Geschichte. Steiger, ich bin dabei, ich bin dabei. Okay. Pass auf, ich habe mir eine relativ kurze Geschichte überlegt und die war damals... Ausgedacht. Also, die stammt noch aus der Zeit, in der man noch so große 5XL-T-Shirts getragen hat. Ja. 5XL-Weiß-T-Shirts. Und den Horn Dog Schuhshuffle getanzt hier. Ja? Den Horn Dog Schuhshuffle. Kennst du das? Von Snagger und Pillard? Der ging so, wa? Hey, den also, kenn ich sogar. Den kenn ich sogar, ich schwöre. Ja, ich mochte Snagger und Pillard nicht, weil ich habe die immer so ein bisschen für so Biter gehalten. Ja, die haben Biter von was? Ja. Dipset. Ja, von Dipset halt. Das waren sie halt auch. Nein, Snagger und Pillard. Okay. Ja, nee. Also Pillard ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Typ und Onkel P ist auf jeden Fall. Wir hatten ihn ja auch schon in der Sendung. Ist ein großartiger Typ. Ich komme in den Raum und dein Arschloch zwinkert wie ein Auge. Das ist die Line, Dicker. Ja. Ultimative Line. What? Ja, bitte. Okay. So, also, aus dieser Zeit stammt diese Geschichte und damals gab es eine Partyreihe, die hieß Bambi Lounge und die hat im Café Moskau stattgefunden. Kennt ihr das Café Moskau auch? Natürlich! Natürlich! Russland? Wo sonst? Eben unten gab es da so einen Raum, wo man sitzen konnte und da war alles verspiegelt und wenn man da die Treppe runtergekommen ist, dann war auch alles verspiegelt und dann treffe ich da so einen Typen, Ali, BMX-Fahrer. Und der hat irgendwie Streit mit so einem anderen. Einem anderen BMX-Fahrer? Ja, weiß nicht, aber... Door 21. Und der eine ist halt relativ klein, also Ali ist relativ klein. Das ist für mich nochmal eine Jahreszeit ungefähr, weil Dipset-Phase ist auch... Okay, also wir reden von... 2006 oder 2005, 2006? 2005 vielleicht. Okay. 2005, 2006. Also kurz nach 11. September. Ja, kurz nach, okay. Also kurz nach 11. September 2001. Ja. Jetzt hat Steiger's auch... Also näher an dem Mauerfall... als ich vom Zweiten Weltkrieg weg bin. Ja. Mathe, gute Einordnung. Aber, ja. Aber warum hatten diese BMX-Fahrer jetzt Streit? War das so ein BMX-Beef? Keine Ahnung. Haben BMX-Fahrer so Streit von wegen, ja, ich habe ein krasseres Kugellager und so? Streit hatten, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kam später dazu. Ich so, Mann, alle komm.
chill doch mal einfach so. Und der Typ läuft weg. Und ich sehe schon, wie es in Ali arbeitet. Und nee, das will er nicht auf sich sitzen lassen. Der geht dem Typ hinterher, nimmt plötzlich seine Flasche und schlägt den von hinten, also von der Seite, die Flasche einfach über den Kopf. Echt gerade geschlagen so. Wirklich gehört. Ich über auf der Kamera. Über den Kopf. Ja? Ich so, krass. Also Ali, den Typen. Ja. Dieser Streit verlagert sich in den Vorraum, da wo alles verspiegelt ist, wo diese Treppe runterkommt. Ich so hinterher, Fäuste, bomm, bomm. Windmühlen. Überall sind Fäuste. Plötzlich sind 10 Leute an dieser Schlägerei beteiligt. Um mich herum nur Fäuste, Fäuste, Fäuste. Cut. Wie geht's weiter? Wow. Eiger, okay, kommt hier nicht. Okay. Die Arme sind auch. Ja. Wenn Schläger so ein Overhand-Hook hat. Du kannst doch nicht von der Schlägerei in Berlin mit dem Namen Ali erzählen. Was soll ich da jetzt? Wir haben 2000. Okay, Armin. Der BMX. Armin. Hast doch mehr zu BMX-Fahrer. Ich hab mich ehrlich gesagt schon gefragt, es gibt Kanaken, die BMX fahren. War ich hab auch zwischendurch gedacht. Aber ja. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Okay, hast du auch Ali verstanden? Also, nein, Armin. Wir sind 2005. Schläger ist so knapp 50 Jahre alt zu der Zeit. So, und er ist in der Sowjetunion noch in so einem verspiegelten Raum. Auf einmal ist ein Armin, Ali, Deckname, Namen wurden zeitverbrechenmäßig geändert. Ali ist kurz vor Alexander sowieso. So, ja, genau. Ja, das wäre so krass. Stell dir mal vor, ein Alexander stellt sich so als Ali vor. Du bist so, Hey, kennst du nicht? Ali als Alexander? Ja, klar, natürlich. Ich hab in Stuttgart gab es einen Clubbesitzer, der hieß Ali Schwarz. Und ich dachte, türkische Mutter, deutscher Vater, ja? So, bis ich rausgefunden habe, der heißt Alexander Schwarz. Was? Ja, wie Ali Schwarz? Habe ich noch niemals in meinem ganzen Leben gehört. Also, auf jeden Fall, das ist dieser voll verspiegelte Raum. Und ganz viele Fäuste. Ich weiß nicht, ob Steiger das nur als ganz viel wahrgenommen hat, weil das sind ja ganz viele Spiegel. Vielleicht waren es 3 Leute. Aber er hat da überall Fäuste gesehen, die sich einfach so gespiegelt haben. Steiger auf 5, Jackie Cola. Aber nur für die gegebenen Raum. Nur für die Geschichte, sagen wir mal, dieser Raum war voller Fäuste. Ja? Wie ging es weiter? Schreibt mal auf. Und wir quatschen jetzt ein bisschen. Wir haben so ganz kurz so Space für uns, weil die müssen sich jetzt die Geschichte ausdenken. Du musst nicht schreiben, oder was? Nein, auf keinen Fall. Weil ich bin so ein bisschen Legastheniker unterwegs. Okay. Wie läuft Clanland? Weil ich habe es jetzt wirklich gehört und ich habe es ein bisschen zu spät gehört, dafür, dass ich das Logo gemacht hatte. Aber bitte, Steiger, du siehst aus, als ob du was sagen wollen würdest. Die schreiben, die so wie du jetzt. Und wir unterhalten uns. Ja, natürlich. Wir sind immer noch im Kapitalismus. Also nee. Man wird nur reich, wenn man arbeiten lässt. Weil man viel redet. Man wird reich, wenn man viel redet. Wie läuft Clanland? Gut. Und es war irgendwas zwischen Hörspiel und Podcast. Ja, ich meine, ich muss sagen, das ist unfassbar aufwendig produziert. Du weißt, dass die Musik von Mohammed komponiert wurde. Das weiß ich. Und die war auch so großartig. Ich habe eine kleine Frage, weil du hast ja schon sehr viele geschäftliche Fehltritte gemacht. so wie jetzt auch schon wieder. Bayern-Tag. Ja. Bayern-Tag, da hast du richtig aber in die Kerbe reingehauen. So. Nee, so wie jetzt gerade wieder. Du hast erst mal einen Podcast rausgehauen und willst jetzt ein Buch rausbringen. Ich sag dir ehrlich, Onkel, das ist der falsche Weg. Die Leute wollen nicht lesen. Also weißt du, was ich meine? Wenn du ein Buch rausbringst und alle sagen, ja, Mann, das Buch ist voll krass, dann höre ich mir den Podcast an. Anders ja, funktioniert aber mit dem das Thema, nicht. Aber mit dem Thema hätten wir keinen guten Deal bekommen vorab. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich einen besseren Deal und auch ein besseres Angebot, nachdem der Podcast rausgekommen ist und nachdem der Podcast so ein großer Erfolg ist. Also insofern... Ist der Podcast quasi nur ein Teaser? Ist es gut. Ist es ein Teaser? Ja, ist auch ein Teaser und das Buch wird auch noch mal ein Stück anders. Also ausführlicher? Es wird sehr viel ausführlicher. Es wird wahrscheinlich auch so wirklich auch so eine Mischung aus Sachbuch und Interview. Fotoanteil ungefähr? Kennst du diese Bücher, wo in der Mitte so 5 Seiten Fotos sind? Ja, oh so. Nein, die so glänzend sind und so, wirklich? Ja, wo man so untermalt, was so quasi in so 500 Seiten Geschichtsbuch und dann so 5 Seiten. Geil, merkst du, war? Ja. Das ist so ein Bild, so Ali Shahrur mit seiner Familie. Genau. 1974 im Flüchtlingslager in Beirut. Und dann hat man so irgendwie so 5-mal das gleiche Bild von dem gleichen Wohnzimmer. Ja, so ähnlich. Ja, ja. Dann gibt es aber noch so Bilder von so Urkunden und so. Weißt du, wo auch nur Text. Wo auch wieder Text ist, sehr gedribbelt. Ja. Also ist genau deins, ja. Nicht aber wir so machen dann so ein Hörbuch draus. Das kannst du dir dann wieder. Ich sag dir ganz, ganz ehrlich, ich habe hier dieses Buch. Hast du mal in der Sauna gelesen eigentlich?
Wie bitte? Ein Bekannter von mir hat. War das jetzt gerade eine Anmache? Nee. Wollen wir zusammen in die Sauna? Hast du gerade eben gesagt, wollen wir zusammen in die Sauna? Banja? Ah, Banja, Banja. Ja, jetzt hat er mich wieder. Banja ist Sauna auf Russisch. Ja. So kann man andere immer ganz gut ablenken. Man sagt irgendwas, was man nicht sagen will. Dann sagt man so, ey, Dicker, hast du Bock auf getrockneten Fisch? Dann sein Kopf ist ganz woanders. Aber weißt du, was du schärfst jetzt an Banja ist, wenn sich die Leute da mit diesen Birkenzweigen gegenseitig auspeitschen. Ey, ganz ehrlich. Ganz kurz, seid ihr so Leute, die so auf der Straße so Baumarten voneinander unterscheiden können? Digga, ich weiß, was eine scheiß Platane ist. Meine Mutter hat kein Raudi großgezogen. Weißt du, was ich meine? Ich erkenne das. Krass, okay. Birke, ich hab tatsächlich Platane, auch mal Ahorn, ja. Kastanienbaum ist auch eine Borke. Ey, kurz mal zu Borke. Kennt ihr dieses Savaschlein? Ich fick dich bis zu den Borken oder irgendwie sowas? Ich kenne nur dieses Savaschlein. Die ist, das ist kein regulärer Track, kein regulärer Song. Das ist wie morgens, mittags, abends ein ganzes Jahr lang nur Pommes krank. Ja. Fick dich so lange, bis mein Schwanz mit deinen Rippen flirtet. Bumsau, ich fick dich in die Klinik. Auf wen fresse, bevor ich meinen Dick in den Mund presse. Guck mal, alle Designs, alle also, Designs waren geisteskrank, aber ich finde, Stewardessen Bitches hole ich runter mit der Flagge. Flag. Das, was ist los gewesen? Top Stories gecancelt, dass ihr jetzt cool zerwascht Lines rezitieren. Also, Freunde, was ist mit meinem Lutsch, mein Schwanz, Alter? Ist auch eine geile Zeile, oder was? Ich würde mich einfach hier enthalten an dieser Stelle. Aber die lustigste Savasch-Geschichte in dem Fall war... Steiger unterbricht uns. Steiger, es geht hier nicht um Savasch, um dich! Steiger. Hör auf, du bist selten! Und wenn diese Savasch-Geschichte jetzt im Spiegelkabinett stattfindet, dann nehmen wir uns die für nächste Mal auf. Savasch, ich hoffe, kein Spiegelkabinett auf. Das hat sich aber in dem Moment ins Arbeiter-Innen-Jugendzentrum in Bielefeld verwandelt. Und deshalb kann er nicht Lutsch meinen Schwanz hängen, sondern muss immer LMS verwandelt. Jedes Ficken in Rappen und jedes Nutte in Partner. Und der Text passt perfekt. Er bekommt jetzt einen Preis, finde ich. Ja, ja. Hey, wirklich gut gemacht, Steiger. Okay, alles klar. Sino, bitte, fang an. Ey, Digga, lass mal jetzt bitte Nee, fang du mal an. Ich fang einfach an mit meiner... Ich dachte immer... Fühling! Ganz kurz hier, ganz normal an, so wie immer. Nee, ich will nicht immer an. Ich feier Weihnachten am 24. Wir fangen hier an. Nein, ich fang an. Hallo. Hey. Hallo, ich bin Autist. Ich bin Sino. Okay, ich bin jetzt auch für Sino. Wirklich nicht spektakulär, muss ich dazu sagen. Das ist auch wirklich bekannt hier in der Runde. Also ich denke, es ging um eine Frau, und zwar um Saskia. Mhm. Saskia ist 21 Wahrscheinlichkeit Jahre alt. Hoch, dass es stimmt. Sorry. Ja, Saskia ist 21 Jahre alt und... Blond, Bruder, blond. Spaß. Und Skateboarderin. Ich wusste jetzt nicht, was ich als BMX als Pendant finden soll. Deswegen ist sie Skateboarderin. Ja. Ja. Und Alex wollte sie, Ali wollte sie auch. Ganz klassisch in Berlin. Haben sie sich in die Haare gekriegt, weil sie beide die Frau wollten. Du gehst dazwischen als mit einer sozialen Ader einfach und denkst dir, ich kläre das. Mit Schlichten, danach verliert ihr euch alle in diesem Spiegelraum. Das heißt, keiner weiß mehr, wer wo ist. Ihr rollt die Treppe runter, landet im Krankenhaus. Du hilfst nie wieder. Saskia liegt zu Hause und schläft, weiß von nix. Das ist meine Geschichte. Das war Thülin. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Ich möchte mit Thülin diesen Dingstest machen. Was sehen Sie hier? Schmetterling, bla, und sie wird Rorschach, sagen, tot, Rorschach. Tot. Oder einfach nur so ein Hintenklicks? Ey, ich schwöre, Sino ist gerade einfach das Pendant zu diesen Leuten, die so kurz, man sieht so die rote Ampel und die überholen dich. Und dann stehen die genauso vor der roten Ampel. Sino, bitte. Warum sagen wir gerade so oft Pendant, das Wort? Das ja, weil ich es gedroppt habe jetzt. Pendant. André hat so einen Kalender, wo so neue Worte lernen. So, ist so wie demnächst. Pendant. Demnächst hartes Wort. Katharsis gelernt. Okay. Sino, bitte. Ich habe ja Steiger schon mal in Action erlebt, weil Steiger ist ein Schläger, meiner Meinung nach. Was? Ich habe Steiger... Hey. Ich hatte Sozialarbeiter. Meine Story ist ja komplett von Arsch. Sozialarbeiter-Schläger. Also okay. Ich habe Steiger einmal gesehen, wie er bei einem Streit dazwischen gegangen ist, wo ich so als unbeteiligter Dritter an der Seite so stand und gesehen habe, dass dann Steiger innerhalb von Sekunden auf dem Körper von einem Mann saß und ihn mit seinen Knien fixiert hat und meinte, das ist doch scheiße, was du gerade machst. Und der Mann meinte so... Was? Dann noch so belegen. Aber er hat das ja, ich schwöre, Digga, ich schwöre. Richtig so. Und dieser Mann hatte noch so einen Kumpel dabei und du hast so in den Augen von dem Typ gesehen, er war so, okay, geh ich da jetzt rein und so. Aber du hast so gesehen, so, oh, er hat ihn echt schnell fixiert. Und Digga, das Ding ist, er stand so, das war U-Bahnhof Berliner Straße und er stand auf so einer Rolltreppe. Du hast gesehen, er will so kurz so dazwischen gehen, aber dann so Schockstarre hat eingesetzt und er ist mit dieser Rolltreppe so ganz langsam so nach oben gefahren. Aber er war halt so auf dem Weg, weil er so, what? Egal, scheiß einfach drauf. Meine Variation, das ist bitte. Doch scheiße, was du gerade machst. Und ich glaube, in diesem Spiegelkabinett hat es eine ähnliche Wendung genommen. So, weil,
ich weiß, dieser Ali war dein Freund, aber du findest auch das trotzdem nicht cool, wenn der jemanden mit einer Flasche so knockt. Ist die Flasche kaputt gegangen? Ist kaputt gegangen. Nee, das ist richtig krass. Das war ja, aber dafür musst du ja wirklich doll zuschlagen. Das war wie im Film. Warte, haben die dich reingelegt? Nein. War das nur ein Filmset alles? Oh! Steiger war bei Prank und Ashton Kutcher hat ihn reingelegt. Nein. Das war punkt. Ja, punkt. Ja, ist doch punkt. Genau, und du bist dann dazwischen gegangen, aber weil halt viele Spiegel, André hatte dich schon angeteasert mit diesem Spiegelkabinett-Ding so. Du wolltest jemanden knocken mit so einem Steiger-Spezialgriff so, aber du bist in den Spiegel reingelaufen quasi und hattest dir dann auch einen Cut zugezogen. Und dann waren alle so, ey, scheiße, Mann, Steiger hat sich wirklich verletzt. Weil das war halt so eine, du weißt doch, so Saloon-mäßig Kneipenschlägerei unter Kumpels. So. Also keiner hätte da jetzt wirklich irgendjemanden so tot machen wollen. So. Und dann waren alle auf einmal so, scheiße, Mann, Steiger hat sich wirklich verletzt. Wenn er stirbt, wird deutscher Hip-Hop sterben. Okay. Ruft jetzt sofort einen Krankenwagen. Dann haben alle aufgehört. Und das Schöne an der Geschichte ist, alle haben ihren Streit spontan beigelegt, weil sie dir helfen wollten. Und das war ja auch irgendwas Kommunistisches. Und deshalb bist du heute hier. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Berkan? Also zu deiner Story, du hast der Steiger live in Action erlebt, was ich sehr todeslustig finde. Ja. Aber du musst jetzt überlegen, das war vor 15 Jahren und ich weiß nicht, ob Steiger schon... Bro, bei mir war vor 5 Jahren. Wenn er aber vor 5 Jahren und vor 15 Jahren so drauf war, also wird er heute auch... Dicker, wenn er will, er kann dich jetzt sofort fixieren. Also, fass mich nicht an, Dicker. Fixiert dich, er fixiert ohne Witz, dich, der Mann fixiert dich direkt weg. Zack. Mach jetzt keinen Lecture mit dem. Also vor 15 Jahren habe ich noch nie was von Brazilian Jiu-Jitsu gehört. Ja, aber er schon. Ich glaube, da war er noch auf seinem Wing Chun-Film und Wing Chun ist das hier. Das klingt schon, egal. So. Ja, siehst du sein Blick gerade? Ja, wollen Sie schlagen, Sir? Ich werde Sie niederschrecken. Wollen Sie jetzt ein Gefecht mit mir aufnehmen? Wollen wir jetzt kämpfen? Steiger, beschütze mich. Steiger, eines Rücken. Tages kämpfen wir beide so Rücken an Rücken. Rücken an Rücken. Kommt doch! Ey, lass mal bitte Berkan auf. Weil Wing Chun hat, weil in dem KZ-Diss-Track Steiger heißt es, in deinem Wing Chun-Verein mag dich keiner. Und bei Wing Chun wird nicht viel fixiert. Brazilian Jiu-Jitsu sind diese Typen, die Papa, du bist auf dem Boden vorbei, weißt du? Und das macht er mittlerweile, das weiß ich. Und deswegen weiß ich nicht, ob die Geschichte auch so geendet ist. Das Ding ist, wir haben gerade Steigers Arme gesehen, so, der Mann ist gut gebaut, so, weißt du, was ich meine? Ich habe ihn gerade ohne oben gesehen, wirklich sehr krass. Was? Du hast ihn ohne oben gesehen? Ja, gerade. Ohne oben, das sind nur Beine. Oh, Steigers Beine. Du mich haben. Über 1,85 auch, ne? Ja, ja, aber inshallah. Ja, okay, aber 1,85,5. Das war nicht die Frage. Die Frage war ja oder nein. So, yes. So jetzt. Also, ich weiß, ich warte mal in einer Massenschlägerei. Das ist sehr unübersichtlich. Warst du schon mal in einer Massenschlägerei? Nein, aber ich kenne viele Leute, die schon mal waren. Ja, über zwei Ecken. Ich habe gehört, ist eine sehr unübersichtliche Situation, habe ich gehört. Du denkst, oh, ich hau dir einen rein, auf einmal kriegst du von links einen rein, auf einmal kriegst du von rechts und so weiter und so fort. Jetzt, da sind überall Spiegel. Ich weiß nicht, ob ihr Enter the Dragon gesehen habt. Bruce Lee kämpft gegen den Endgegner in einem Spiegelkabinett. Bruce Lee gewinnt, indem er alle Spiegel zerschlägt, damit er nicht mehr von den Illusionen getäuscht werden kann. Ja? Das ist nicht passiert, weil es ein Film. Also, ach so, es ist mein das Ding ist, immer so Dings gemacht, am Ende war Schlägerei und wir haben ja schon über die T-Shirts und über die Körpergröße deines Kumpels Ali gesprochen und diese Körpergröße war nicht wichtig für die Geschichte. Aber am Ende waren überall Leute mit 6XL-T-Shirts und Bandanas im Kopf und so und überall Blut und so. Einer hat sich verheddert und am Ende, als die Sache geklärt war, habt ihr Ali gesucht und Ali war einfach unter dem T-Shirt von einem Typ und ist die ganze Zeit so. Alter, weg mit dem. Wenn jetzt Zino sich bewegt und so kämpft, er ist die ganze Zeit hier so auf den und das ist die Geschichte. Mehr ist mir nicht eingefallen zu mir. Nicht dafür. Also, darf ich? Ja. Yeah. Also, es ist ganz einfach, diese Story. Steiger hat das ja erzählt, der kam da rein und ist irgendwie eine Schlägerei ausgebrochen. So der Grund, warum diese Schlägerei, Armin, Ali, ich weiß gar nicht, wie es ging. Es waren zwar BMXer, aber was viele nicht wussten, sie waren noch avide Grill-Enthusiasten. Das heißt, es ging dabei darum, wer das bessere Nudelsalat-Rezept macht. Es war in dem Fall Armin, der aber dann sein Gegenüber meinte so, ey, Digga, mein Nudelsalat ist viel geiler, da ist frische Fleischwurst vom Metzger drin. Armin zieht ihm die Flasche über den Kopf, weil natürlich, da muss er einfach mal eine Bierflasche über den Kopf ziehen. Dann, große Schlägerei, viele Arme fliegen. Was Steiger in dem Moment nicht bedacht hat, ist, dass er natürlich... Es waren die 90er, die 2000er, irgendeine Zeit, wo ich halt wahrscheinlich noch nicht so alt war. Die Nuller waren das. Gesundheit. Auf jeden Fall wird dann geschlagen, viele Arme fliegen, ist ein Spiegelkabinett. Was dabei nicht bedacht wurde, ist, es waren nur drei Leute, die kämpfen, nämlich Armin, der Gegenüber, der besseren Nudelsalat macht, und Steiger. Dadurch, dass aber so viele Spiegel waren, haben alle drei gedacht, das ist diese indische Gottheit mit diesen 12 Armen, die so tsch, 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 dieses Yoga-Ding macht. Es wurde gekämpft und im Endeffekt, jetzt wird es ganz interessant,
Geklärt wurde dieser ganze Fight dann dadurch, dass Steiger, einer lag auf dem Boden, Steiger hat so ist über ihn drüber gestolpert, hat dabei einen Übersteiger gemacht und dabei hat er seinen Spitznamen bekommen, Markus Steiger. Steiger, ja, genau. Markus Steiger, Markus, Steiger. Genau, Markus Steiger und dann war die Situation geklärt. Er hat seinen Spitznamen bekommen, das ist sein Name so. Ich weiß, er heißt Markus Steiger, Steiger. Es ist sein Nachname, er muss ja auch irgendwie das Ganze noch geltend machen. Und das war der Moment, wo Armin auf dem Boden lag mit seinem Nudelsalatrezept so, bitte tritt mich nicht. Und er meinte einfach so, okay, du bist bekehrt, ich bin jetzt Steiger und das Ganze ist geregelt. Mein Ende. Ich bin so gespannt. Jetzt. Aber ich Steiger, bitte, wie ist die Geschichte? Ich muss auch sagen, also diese Geschichte jetzt gibt ja auch nicht so wahnsinnig viel her, wie das jetzt enden könnte. Also ich, irgendjemand kriegt aus dem Maul. Ja, ich finde, wie sie geendet ist, ist halt wirklich sehr lustig. Irgendwann mal um mich herum fliegen diese 1000 Fäuste. Ich werde von keiner einzigen getroffen. Klar. Wie bei Pulp Fiction. Versuche die ganze Zeit zu schlichten zwischen diesen Jab. Guck mal, wie süß. Plötzlich kommen die Türsteher runter. Also wirklich so 3, 4, 5. Alle weg. Alle weg in diesem Moment. Wie vom Erdboden verschluckt. Ich stehe alleine. Steiger immer noch alleine so. Ich habe dieses weiße 5XL-T-Shirt an. Das ist ach, du hast auch so einen Scheiß an. Mann, Digga, ach, jeder hat es getragen damals. Deshalb habe ich es auch erwähnt. Ich sehe aus wie ein Metzger. Alles voller Blut. Also wirklich, so wirklich getränkt in Blut. Ich habe dieses T-Shirt heute noch. Ich glaube, ich habe ich stinkt hab's das noch. Bisschen? Ich könnte, ey, es ist auf jeden Fall so Schimmel drauf. So. Ja, ja. Und daher hat Markus seinen Spitznamen. Markus. Okay. Markus Schimmel. Ich seh aus wie ein Metzger. Die Tür steht ja so, du! Ich so, ich habe nur geschlichtet. Ja. Und dann hat sie fixiert. Ich werde so rausgeführt und auf dem Rausweg steht Armin Ali Skateboard Jackson da, prostet mir zu, wie ich so rausfliege und so. Nein. Und das war das Ende der Geschichte. Oh, Scheiße. Fucking Armin. Hart. Immer die Allmann. Wer hat deiner Meinung nach die beste Geschichte erzählt? Den kannst du nämlich dann aus dieser Kiste eine Überraschung geben. Wer hat die beste Geschichte? Oh, ich finde alle. Aber welchen? Ja, egal. Komm mal, so ein Kommunist. Richtiger Kommunist. Es ist immer so, dass alle gut sind, dass die Frau dann das Geschenk bekommt, weil sie die Einzige hier ist. Ist das so, oder? Perfekt. Wie viel Aufmerksamkeit wolltest du in meiner Schule haben? Ganz viel. Maximal. Wer hat die beste Geschichte? Ich glaube, also Marvins Geschichte war sehr lustig, aber ich habe auch sehr bei Berghahn gelacht. Geschmunzelt, ich habe es gesehen. Ach. Dann Marvins Geschichte. Marvins Geschichte. Hey, du hast ja schon Marvin, weißt du deshalb, warum? Weil mich schon Leute gefragt haben, ey Steiger, wie hast du eigentlich einen echt? Weil Leute wirklich denken, das ist mein Künstlername. Ist. Musst du ein nice Geschenk aussuchen, Steiger? Mein Geschenk raus. Ich mach mal. Oh, das möchte ich. Nee, das ist nicht Marvin, das kommunistische Manifest, ne? Musst du aufpassen. Was? Du hast nicht gewonnen, Marvin hat gewonnen. Du musst dir was anderes aussuchen für Marvin. Ja, Marvin, du verschenkst Geschenk für Marvin. Schenkst es mir quasi. Was soll ich denn jetzt machen? Verschenkt Marvin ein Ding aus der Kiste. Ja, ich kann ihm doch eine Nerf schenken. Ja, klar. Sehr gut. Ja, klar, Steiger. Ja, klar, Steigerchen. Ich hab das schon verstanden. Sehr, sehr gut. Ey. Danke dir, ey. Geiler Typ. Okay. Markus Steiger, vielen, vielen Dank. Okay. Gar nichts. Ja. Raus.